They had no chance. Aua. Bang out! So, wahrscheinlich muss ich erst jetzt hier an mein Hauptquartier hin, oder? Ja. Dann ist... Nur hier wird Bekanntheit zurückgesetzt. Das ist ja auch strange. Okay, wir lassen das Auto mal hier stehen und gehen zum Helikopterplatz, würde ich sagen. Die Crew räumt es später wieder auf. Ding dong. Kann ich auch was herstellen? Ne, hier nicht. Hätte mich jetzt nur gerade gewundert. Nein, nichts anpassen. Ich will Ding fahren. Beziehungsweise eigentlich wollte ich ja fliegen, aber Hubschrauber kann ich fliegen. Wo können wir eigentlich noch was machen? Entdeckungen. Hier ist noch ein Fotopunkt. Hier sind noch zwei Dingschachteln. Da ist noch ein Fotopunkt. Da ist noch ein Windrad. Da ist noch ein Fotopunkt. Noch ein Fotopunkt. Noch ein Windrad. Cavan County Gebiete. Nördliche Rojas Wüste. Da ist noch ein Container-Ding. Also ich meine, wir haben ja schon noch einiges zu entdecken. Also hier auf der Insel haben wir anscheinend alles geschafft. Na, da waren wir gar nicht so weit weg. Ja, jetzt machen wir erstmal den Dinger da. Die blöden Waffentests können noch ein bisschen warten. Jetzt machen wir erstmal wieder dieses Waschsalon-Ding da. Haben die sogar? Die haben sogar einen eigenen Heliport an der Villa, ich ja. Hammerhart, und da steht schon ein Heliport drauf, dann müssen wir auf dem Dach landen. Dann soll ich euch was sagen. Hier steht ein größerer Heli, den klauen wir jetzt dort und bringen den erstmal zurück ins Hauptquartier. Der Oppressor. Alter, und du siehst natürlich unser Hauptquartier schon von der Ferne, wie es so schön lila funkelt da mit den Glastürmen. Also mal abgesehen davon, dass das Ding sich lauter anfühlt, ist glaube ich auch nichts anderes. Okay. Ich habe ein paar Bäume mitgenommen, aber die wachsen wieder nach. Kann man das Ding hier auch anpassen? Voreinstellung. Polizei, Voreinstellung, what the fuck, New 17. Ja, das sieht natürlich schon komisch aus. Also Polizei ist nicht, ja komm, weißt du was, mitnehmen, kaufen und anwenden. So, und kann ich jetzt noch wieder unser typisches Saints Lila über die Polizeilackierung setzen, dann wäre eigentlich nice. So, dann ist jetzt unser Saints Polizei Heli, halt, hat er nicht gespeichert. Doch, hat er gespeichert. So. Karosserie-Mods, was gibt's denn hier? Antenne. Antenne 3 ausrüsten. Karosserie-Ergänzung. 1 ausrüsten. Dachaufbau, oje.
Mit zwei oder mit vier Rotoren. Na, dann lassen wir vier Rotoren. Zierstreifen. Okay. Durchgehendes Brett. Ja, wow, dann wird das in... Machen wir so. Audio ohne. Okay, für den gibt es keine Audio, was auch immer. Ausstattung, Abschleppseil. Nehmen wir einfach mal mit, die 7000. Speichern und verlassen. Jetzt fahren. Yeah, Saints Police. Ich brauche auf jeden Fall mal noch einen Kampfhubschrauber, der Raketen verschießt, dass ich hier mal noch meine alten Luftwaffe habe. Maustaste gerade bringen. Also eigentlich müsste die Polizei uns ja zwischendrin mal gehört haben, würde ich sagen, oder? Whee! Nehmen wir mal kurzerhand die Ding bitte. Polizeiauto und schmeißen es. Komm, die Jungs, wir haben ein Kühl. Kann ich nicht so. Kann ich hier mal. So ein bisschen als Training. Ah, ganz knapp, wir sind am Hausdach abgeprallt. Alter, und dieses Feuer da hinten. Ganz da hinten links neben Helikopter, dieses Feuer sieht man echt über Meilen. Wie hart das detailliert ist und die ganze Stadt wirkt einfach nur verschwommen, wenn du eine gewisse Höhe erreicht hast. Wie weit hoch kann ich eigentlich? Okay, das ist maximale Höhe. Ich glaube, das ist halt gerade aufkopft irgendwie. Und ciao! Also gibt es eigentlich für überall ein Achievement, wo du mit dem Wingsuit machen kannst, oder? Alter, in der Wüste ist aber auch ganz schön viel Licht. Oh, jetzt ist unser... Irgendwo ist jetzt der Helikopter abgestürzt. Ich habe so BOOM gehört, aber... Vor allem, weißt du, der Wingsuit ist nur da zwischen der Ärmel. Ich bezweifle, dass man damit so lange in der Luft bleiben kann. Landen! Also das Landen müssen wir noch ein bisschen üben. Was ist hier? Get hitched, not hooked, speed dates. This must be the place for Speed Daters Anonymous. Mingling with singles should be a nice change of pace. Ja, man, müsste ich auch mal wieder machen. Dann würde ich nicht den ganzen Abend hier nur in meinem Zimmer rumhocken und Computerspiele spielen. Ah, man, this sucks. I gotta get out of here. So, jetzt krieg ich wieder einen Anruf. Ja. Hey, boss, what can I do for you? Yo, Winston, I need to ditch a party I'm at. Got anything I can help with? You bet. Something just came up in Old Town. Send me the address and have the crew give me a call. Thank God for that. Zeig ihm das Fahrzeug. Ach so, ich habe gedacht, ich darf das Ding nehmen. Ah, okay, es geht auch das Fahrzeug. Nice. What are we looking at? Builder Construction is beefing with Nikki Sharp over some job down in the Badlands. So Nikki sends an enforcer to scare him. But these construction guys, they don't back down. They shot the enforcer and called us to clean it up. All right, I'll be there in a sec.
bin gleich da, ja, ja. Where's the enforcer? In the trunk. The client wants to send a message. Oh, jetzt kickt die Physik. A front loader? We need to flip the car into a quarry down in the Badlands. It's gotta be flipped, or it's no good. That's weirdly specific. Give me the keys. Be careful. Police are on the lookout. I bet someone tipped them off. So, wo muss ich hin? Beschaffe die Details. Steigen das Fahrzeug. Ja, was jetzt? Ach, in dieses Fahrzeug. Steig doch jetzt ein, komm. Ich hab jetzt gedacht, der müsste da rein. Ja, egal. Haben wir gleich. Hey, Winston. Thanks again for helping me out. Anytime. On your way to the quarry? Yep. Just trying to remember how to work the scoop on a front loader. Sorry, I can't help you with that. Good luck. Es war jetzt irgendwie wieder klar. Wenn das Auto einmal auf dem Dach liegt, kann ich die Mission vergessen. Jetzt muss ich ganz woanders hin. Nee, ich bin jetzt von der anderen Seite rausgefahren aus dem Ding. Möp. Hey, Winston. Thanks again for helping me out. Anytime. On your way to the quarry? Yep. Just trying to remember how to work the scoop on a front loader. Sorry, I can't help you with that. Good luck. Hä, warum? Warum war jetzt gerade eben mein Navi über die Brücke und kaum, dass ich auf der Brücke war, will das Navi, dass ich wieder woanders rumfahre? Ich kapiere diese Wegfindung als nicht immer. Anstatt, dass es mal ein Ding vorgibt, nee, weißt du, ich soll über die Brücke fahren und kaum bin ich in der Nähe von der Brücke, springt es auf einmal, ich soll links rumfahren. Mein Gott, also dieses Navi. Ich glaube, über dieses Navi in diesem. Shit. Gotta drive all the way down to the Badlands? Ja, ich muss in die Badlands. Ja, haben wir kapiert. Also, ich glaube, dieses Navi. Dieses Navi ist noch mehr verbuggt als das Spiel an sich. Wie schnell das halt immer den Pfeil unten wechselt. Also, beziehungsweise Pfeil, also die grüne Strecke auf dem Radar unten, wo du langfahren sollst. Ich habe halt echt keinen Ton, keine Musik, weil einfach alles rausgeschnitten ist im sicheren Streaming-Modus. Und trotzdem kommt ab und zu mal irgendein Soundtrack, der eigentlich dann free sein sollte und es trotzdem nicht ist und na egal. Why do I have to flip the car? What kind of message is that? Scorpio. Hey, da wollte mich schon wieder einer rammen, ich habe es genau gesehen. So, hier schon so Waffenschieberlager. Ja. Das hätte ich finde es halt auch schon ein bisschen komisch. Also das Waffenschieberlager, das hätte man auch anders designen können oder so, aber das fällt halt echt auf, so ein abgestürztes Flugzeug, wo so irgendwelche Rebellen eine Basis drauf gebaut hätten. Mitte in der Stadt drin. Und da verfolgt mich schon wieder. Da verfolgt mich schon wieder irgend so ein. Alter, was verfolgt mich der Kerle hier eigentlich? Naja, 43 Sekunden, das schaffe ich noch locker. Now to get the front loader. Hope they left a manual in the cab. So, wo ist der Front Loader? Hä? Ach, der Front Loader.
Ein Radlader halt, ja, sag's doch auf Deutsch. This is not how I thought my day would go. Komm, wir schütten den Wagen von dem anderen Typen, der uns hier noch so aus war drin. Das war so nicht getan. Habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Dein Fahrzeug wurde zerstört. Habe ich jetzt was an der Mission falsch verstanden? Ich sollte doch das Fahrzeug mit einem Frontlader darunter schmeißen, oder? Naja, probieren wir es halt nochmal. Ganz falsch gefahren und an dem Ding komme ich wieder nicht durch. Hey Winston, thanks again for helping me out. Anytime. On your way to the quarry? Yep, just trying to remember how to work the scoop on a front loader. Sorry, can't help you with that. Good luck. So, wir fahren wieder gerade über die Brücke, da war am wenigsten Polizei los und dann fahren wir halt einmal außen rum. Ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht ganz so actionreich, aber ist mir jetzt auch gerade egal. Aber habe ich jetzt irgendwas über Ding? Fahre zum Steinbruch. Shit. Gotta drive all the way down to the Badlands? Oh, ich habe schon ganz andere Dinge hinfahren müssen. Better hurry it up. Einmal nachts um 4 aufstehen und nach Österreich fahren, das war jetzt auch nicht gerade Ding. Highlight. What the fuck 17 News? Ah, hier muss ich runter. Bum, bum. Bum, 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 bum. Why do I have to flip the car? What kind of message is that? Dass das irgend so ein Gamebug ist, dass ich die Mission jetzt gar nicht. Ich soll das Auto umschmeißen? Ich bin mal nicht ganz sicher, was das heißen soll. Also flippte. Ich bin jetzt davon ausgegangen, ich soll zum Steinbruch fahren und soll das Auto im Steinbruch entsorgen. Und dann steht da, ja, steig in dein Auto. Oh, sorry, dein Auto ist gerade kaputt gegangen, weil du die Klippe runtergeworfen hast. Also vielleicht denke ich anders als die Entwickler, aber warum sollte ich schon mit dem Auto. Wieso? Ah, oder soll ich das Auto nur einmal mit dem Ding? Soll ich das Auto. Ja, aber warum muss ich dann an die Klippe anhalten? Das ist ja auch komisch, oder? What's up, everybody? It's your girl Latoya K coming at you right now on 99.5. The Cypher. Okay, da war Radiowerbung, aber ohne Radio. Nice. Die Musik in dem Spiel gibt's halt auch nur, wenn du dann quasi diesen sicheren Streamer-Modus ausstellst. So. So, warum müsste ich jetzt das Auto genau hier? Now to get the front loader. Hope they left a manual in the cab. Kippe den Wagen in den Steinbruch. Kippe den Wagen in den Steinbruch.
Wie soll ich den da runterschmeißen, ohne dass er zerstört wird? Ich probiere es jetzt noch einmal. Ich meine, das muss man erst mal einer vormachen. Kippe den Wagen in den Steinbruch, aber mach ihn nicht kaputt. Oder muss ich mit dem Radlader gleich hinterher springen? Was weiß ich? Hey, Winston. Thanks again for helping me out. Anytime. On your way to the quarry? Yep. Just trying to remember how to work the scoop on a front loader. Sorry. I can't help you with that. Good luck. Aua, aua. Mach mal Platz da. Also natürlich, ich wollte auf Maustaste hupen, aber nein, hupen ist ja F. Linke Maustaste ist ja schießen. Shit. Gotta drive all the way down to the Badlands? Also hier sind auf jeden Fall weniger rote Flecken auf der Strecke. Könnte das Ganze auch noch ein bisschen interessanter machen. Dumm, dumm. Dumm, dumm. Vor allem, weißt du, warum? Why do I have to flip the car? What kind of message is that? Ich soll's, jetzt sagst du, ich soll das Auto zum Überschlag bringen. Blick die Mission noch nicht ganz. Fahre zum Steinbruch, ja. Hoppala, das war ein bisschen zu stark gebremst. Need to pick up the pace. Aber. At least this is better than speed dating. Oh, ich würde auch Speed Dating machen. Aber mich will ja keine. Und die, die mich wollen, die sind zu teuer, das bezahle ich nicht. So, und vor allem, warum muss ich halt das Fahrzeug an den Rand von der Grube stellen? So, fahre zum Steinbruch. Now to get the front loader. In den Steinbruch. Hope they left a manual in the cab. Okay. I'm good. You know? Maybe speed dating isn't so bad after all. Hä? Hä? Verzeihung. Hä? Warum hat's jetzt geklappt und vorher nicht? War das jetzt einfach nur, ich sollte den Wagen in den Steinbruch kippen, aber ihn einfach über die Klippe schieben, dass er explodiert, hat nicht gezählt. Ich musste mit der Gabel wipp machen, dass er hochfliegt und dann explodiert, wenn er unten aufschlägt. Das war alles. Also liebe Game Designer, also das muss besser kommuniziert werden. Kippe den Wagen in den Steinbruch heißt, naja, schmeißen die Klippe runter, nicht wupp. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt zweimal dahin gefahren, so, oh, du hast dein Fahrzeug die Klippe runtergeworfen, es ist kaputt.
Beim dritten Mal, oh, du hast dein Fahrzeug die Klippe runtergeworfen. Jetzt hast du gewonnen. Ganz ehrlich. Und jetzt ist auch kein Helikopter da, natürlich. Meter, schaffen wir das mit dem Wingsuit? Da kommt man sogar noch halbwegs, gell? Oh, apropos, da ist noch ein Friendly Fire. Wenn ein Auto komischerweise in der Nähe ist, dann klappt's. Dann habe ich ein Ziel, worauf ich landen kann, aber so elegant auf der Straße landen geht nicht. So, wollen wir mal gucken, was es Neues gibt. So, Nahkampf. Betäube Marshall-Personal. Töte Marshall-Personal mit regulären Angriffen. Besiege Staubländer mit regulären Angriffen. Töte Panteros mit regulären Angriffen. Bringe Idols ins Wanken. Töte Gegner mit regulären Angriffen von hinten. Töte Spezialisten mit schweren... Ach, Alter, Spitzhacke, Vorschlaghammer. Elektroschocker. Zerschieße Reifen der Panteros-Fahrzeuge. Töte Marshall-Personal. Marshall selbstlenkende Mikroraketen machen jeden zum Meisterschützen. Erziele Idle-Skills. Erziele Marshall-Doppelkills. Ich würde jetzt ja gern noch Ding. Ich würde ja gern mal die noch ausprobieren, aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spare das Geld momentan lieber für die nächste Ding. Johnny Zünder. Was macht das? Ich habe keine Ahnung. ...80.000 Gigantokaliberwaffe, die einen heranstürmenden Elefanten. Das Nachladen dauert aber... Tag 50 Schrotflinte, Polizeischrotflinte, Postkutschen-Schrotflinte, abgesägte Schrotflinte, Staubländer-Schrotflinte. Ja. Was haben wir hier eigentlich? Töte Idol 36, zerstöre Fahrzeuge mit dieser Waffe. Schieße feindliche Luftfahrzeuge ab. Spezialwaffen. MDI-Fokusgewehr. Erzeugt ein fein verteiltes Niedrigenergiefeld zur Kontrolle von Menschenmengen. Fokussiert man es, bündelt man ganze Strahlen und durchdringt Stahl. Ausrüsten. Machen wir halt mal. Es war wieder einmal zu viel zurück. Aber ich glaube, nach dem kam eh nichts mehr, oder? Spezialwaffen. Ja, nach Spezialwaffen ist eh gut. Okay, also. Ah, die restlichen 300 Meter laufen wir jetzt halt mal noch. Saints, hm? Ja, Bitch. Die Saints. Was war das jetzt für ein komischer Sound? Daddy has to work late tonight. This town just seems to I have somewhere to be. I like this. Ey, guck mal da, hier ist wieder ein Ding. I'm busy tomorrow. How about yesterday? Sind die Tafeln wieder alle ringsrum verteilt? Eine Tafel ist da. Okay.